Ja, moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Wir machen weiter mit dem nächsten Freischalten verschiedener Sachen. In Okara waren wir noch gar nicht, oder auf Okara. Und ja, das wollen wir jetzt mal nachholen. Ab, hinter, und dann gucken wir mal, was es Schönes gibt. So, ein bisschen laggy. Warum auch immer. Alter, was leckt denn da so krass? Jetzt läuft sie wieder. Oh Gott. Fragt mich nicht warum. So, kommen wir noch irgendwann mal an? Aha. So, und der Luntern, ne? Also, super. Schön, dass der da ist. Auf geht's. Du traust dich also in die tödlichen Abgründe von Okara? Tja, achte auf diesen gierigen Orange Lantern. Er schnappt sich alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Vermutlich auch alles, was nagelfest ist, inklusive der Nägel. Aber ich schweife ab. Sehen wir uns mal um. Ja, also wir haben ja hier, ich weiß nicht, wie viele Planeten noch über sind. Wir sind mittlerweile bei 82,3. Es sind ja noch ein paar Level, drei Level, glaube ich, noch offen. Da kommen mit Sicherheit dann noch so 8% dazu. Und den Rest müssen wir halt durch diese Level reinholen, ne? Pass auf deinen Würfel auf. Wir kriegen Ärger. Danke, aber ich habe immer noch keinen Würzel. Aber nett, dass du mich darauf hinweist. Dass die da verschwinden, ist so komisch. Ah, viele Pfeile, die wir dann abarbeiten können. Herrlich. So, da haben wir auch den Adam West gehört. Oh, tut mir leid. Das war keine Absicht. Ich schwöre es. Ah ja. Naja, lieber diese Viecher als so Käfer, ne? Hatten wir ja auch schon gehabt. Diese Zeichen sind wirklich sehr interessant. Da steht DD Forever. Ich frage mich, was das heißt. Tja, weiß es einer von euch, was es heißt? Schreibt's in die Kommentare. So, kommst du? Kommst du? Weißt du, eine Ente, die nicht schwimmen kann. Soll ich dir helfen, oder was? Oh, falsche Richtung. Unglaublich. Na, herzlichen Dank, beziehungsweise bitte, bitte, dass ich dich befreit habe. Nicht, dass du noch ertrinkst. Ich rate dir aus Erfahrung, iss die Pflanzen lieber nicht. Das dachte ich mir schon, dass der die angefressen hat, alle. Du bist verabscheuungswürdig.
Ach, da ist der. Ich habe mich schon gewundert, dass der nicht kommt. So, kommst du mal. Der braucht, ey, meine Fresse. So, bisschen Action. Den Flächenschaden. Ich hoffe, unsere beiden Kumpel, ein Kumpel, eine Ente, ich hoffe, die haben da nichts gegen. So, die Röntgenaufnahmen gibt's gratis. Da wären wir wieder. Na, Kumpelchen, wie hat dir Okara gefallen? Und vor allem, hast du noch alle deine Gegenstände, mit denen du gestartet bist? Ja? Na dann genieß die Aussicht. Gut, also, dann wollen wir mal loslegen. Nehmen wir mal den Superman und da war irgendwo so eine tolle... Genau. Das habe, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. So, auf geht's. Oh, schwimmen? Im Ernst? Zurück? Nein, rechts? Nein, zurück, okay. Und geschafft. Bisschen wackelig, aber passt schon. So, was haben wir hier Schönes? Kommst du da raus? Übertreib nicht. Hey, guck mal hier, diese komischen Dinger hier, die erinnern mich so ein bisschen an Candy Crush Soda. Nein, ich spiele das nicht. Aber mich haben sie irgendwie dran erinnert. So, ich schätze mal, das hat hiermit zu tun. Jo, hatte es. Sehr schön. So, Fierce Flame. So, dann schauen wir mal. Was haben wir hier? So, hier haben wir wieder ein Rennen. Also ich mache das hier einfach mal kreuz und quer. Ah, klasse. Da sind wir doch mittendurch beim ersten Mal. Unglaublich. So, kommst du da mal weg? So, dann geht's hier vorne. Ach, was hier vorne? Hier, das machen wir auch gleich. Weil wir gerade einen guten Lauf haben, was das Fliegen angeht. Ich habe nichts gesagt. Scheiße, da. Scheiße, das gibt's doch nicht. Mensch, da waren wir doch ein bisschen langsam. So, machen wir nochmal. Bisschen ungünstig der Start vielleicht. Warten wir mal direkt. Können wir hier nochmal neu starten, das ist sonst Blödsinn. So. Wenn wir hier starten, ist es schon leichter als da unten irgendwo mittendrin.
Hier rum. Da. Ich überlasse meinen goldenen Stein nicht euren dreckigen Pfoten hier oben. So, und der letzte. Oh, nee. Danke sehr, sehr schön. So. Was haben wir hier Schönes? Na. Ach, das ist sowas. Da habe ich mich in einem Level schon abgeärgert. Poison Ivy. Und jetzt? Was soll das jetzt sein hier? Ach, wir gehen hier. Das ist ja praktisch. Wir gehen hier rein und kommen da oben raus. Und was können wir da bitte machen? Also, wir müssen das erstmal aufkriegen. Da muss ja in der Nähe von der unteren Stelle irgendwie was sein. So, gucken wir mal. Oh je. Interessant. Das könnte was sein. Gucken wir mal. Hey, ihr lasst doch euren Alten. Hätte man auch nicht ein Stück draus machen können, ne? Ist das ein Witz jetzt? Ganz lustig. Also, das ist ja mal echte Verarsche hier. Keine Ahnung, was das soll. Ach, guck hier. Da. Ach, ein Haken. Ah, ich hatte gehofft, eine Plattform. Wo man sich raufstellen kann, wo das dann raufgeht. Aber wir können ja hier auch mal dran ziehen. Aha. Und das sieht gut aus. Jawohl. Sehr schön. Also, haben wir das auch? Müssen wir nur noch mitnehmen. Gut. So, was haben wir hier? Ah, ich sehe schon. Okay. Nein, wir suchen uns die einfach zusammen. Rund um den See kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Jetzt sollten wir uns beeilen, mal wieder einzufinden. Shit. Da! Ah. No. Nein. Nein. Leider nicht. Schade. Machen wir mal später. Oder wir können ja mal gucken. 1, 2, 3, 4 sehe ich hier. Also 4 am Anfang. Dann gehen wir hier rüber. 5 und 6. So, dann links rum. So, hier ist dieses Donut-Vieh. Ne, links rum brauchen wir nicht. Sei denn, doch. Nein.
Dann vielleicht rechts rum. Also hier oder geradeaus irgendwie. Hier sehe ich auch nichts. Okay, dann machen wir die 6 am Start und dann vielleicht hier hinter. In die Richtung. Also, ich weiß auch nicht. Ich meine, das ist klar. Die 4 hier, die sind ja geschenkt. Dann haben wir hier rechts und links. Im Wasser. Im Ernst. Das ist ja toll. Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir mal zu Batman. Der kann das mit dem Wasser besser. Das ist ja mies. Ach, guck, hier haben wir auch noch 2. Dann fehlt ja eigentlich nur noch einer. Ich kann mir vorstellen, dass der hier dann irgendwo im Wasser sein wird. Also, ich probiere das mal. So. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. So, dann fehlt noch die, die wir noch nicht gefunden haben. Das ist das Problem. Also, den einen müssen wir kurz suchen. Der ist dann ja wahrscheinlich auch irgendwo im Wasser oder so. Das ist einer von denen. 1, 2, 3, 4. Mensch. Wo soll der denn sein? Ey, wir müssen das nochmal überfliegen. Vielleicht hier irgendwo auch dran. Ach, hier steht er. Haha. Okay, alles klar. Gut, dann müssen wir es nur noch beenden. Also, 1, 2. Drei, der Mysteriöse. 4. 5. Im Wasser 6. So, hier rechts. Ach, kommen wir da nicht hin. So. Hat er nicht geschossen? So, 7. 8. Sag mal. Ah, diesmal hat er getroffen, okay. Und das sollte dann reichen. Jawohl, also haben wir es doch geschafft, mein Gott. So schwer war es dann ja eigentlich auch nicht. Dieser eine hat nur gefehlt. Ui. Dann können wir endlich weitermachen. So, was haben wir hier Schönes? So, wir sollen ein bisschen buddeln. Kein Problem.
Aber das können wir doch auch mit dem Alfred. Dann können wir den auch mal wieder ein bisschen einbinden. Aha, zwei Mogelpackungen also. So, von denen können beide nichts ziehen. Aber Robin kann's. Und das ist das nächste Fahrzeug. So, gucken wir nochmal. Was haben wir hier Schönes? Ach, er hier, okay. Machen wir noch und danach machen wir dann erstmal ein Päuschen. Bleiben, du gieriger. Oh, du bist es. Pass lieber auf. Der Orange Lantern verbreitet die Macht der Gier, was für den Laien heißt, dass er ein unerwettlicher Dieb ist. Ich glaube, den werden wir nur los, wenn wir ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, wenn du verstehst, was ich meine. Nein, verstehe ich nicht. Aber auf die Fresse geben, verstehe ich manchmal. Natürlich nur bei welchen, die es verdient haben, wie zum Beispiel diese Bösewichte hier. Die werden nämlich jetzt nicht verschont werden. Na schön, ihr gierigen Monster. Ihr bekommt was von mir. Genau hier. Kaboom! So, lassen wir den Scheiß mit dem Eis mal. Wir wollen die ja nicht verschonen. Oder wir wollen die ja nicht schützen. Zack, zack, zack. So, komm, hier, weg. Und der auch noch. Volles Fund. Oh, voll daneben vor allem. Zack. Komm, 18. Jawohl. Und ich dachte schon, der Kadett auf dem All-You-Can-Eat-Buffet wäre gierig gewesen. Da hätte der Orange Lantern ihm aber noch so ein, zwei Dinge gezeigt. Hier, kannst du für mich auf diesen Stein aufpassen? Bei dir ist er sicherer. Bei mir ist alles sicherer, was Gold ist. Gut, Leute, wir gucken mal, wie weit sind wir denn hier auf Okara? Es gibt insgesamt 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Aufgaben und wir haben bereits 9 gelöst, also knapp über Halbzeit. Den Rest machen wir hoffentlich in der nächsten Folge und da würde ich mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Macht's gut, Leute, wir sehen uns und wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch und bis zur nächsten Folge. Bis dann!